Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge EA Sports FC 25 hier mit dem FC Bologna. Er hat mir auf jeden Fall schon mal ein paar Transfervorschläge gemacht, dafür schon mal vielen Dank. Da sind auf jeden Fall ein paar Vorschläge reingekommen. Da haben wir ein paar Innenverteidiger, linke Verteidiger und Co. Und auch für die Stürmerposition auf jeden Fall einige Spieler. Bevor ich da richtig aktiv werde, will ich mal gucken, was wir für Angebote kriegen. Wobei ich echt gespannt bin, wie das mit den Einstellungen ist, was die Stränge angeht. Übrigens habe ich jetzt mal so ein bisschen meine Strategie hier angepasst. Nee, das sind die Coaches. Hier Teammanagement, das ist genau. Ich muss noch ein bisschen klarkommen, ne? Ich muss noch ein bisschen klarkommen. Und zwar haben wir hier die Taktiken, wie ich spielen werde. Skoruski, hier, also wir spielen im 4-3-3, relativ balancierten Spielstil. Wenn wir da auch einmal reingehen. Mit Ball spielen wir entsprechend so, das könnt ihr euch ja gerne einmal angucken. Und ohne, beziehungsweise wir spielen mit Ball so und ohne Ball so. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Bug ist. Wenn ich die Formation anpasse, dann ist es tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mache, dann ist es immer für beide Formationen, was ich ein bisschen schade finde. Was ich nicht so ganz verstehe. Weil eigentlich hieß es mal, dass man zwei verschiedene Formationen spielen kann, in der Offensive und Defensive. Das gab es nämlich früher auch mal bei PES und das war spielerisch extrem geil. Irgendwie schade, dass es hier nicht geht. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal vor. Jungturnier hat begonnen. Soll ich das mal zocken oder nicht? Soll ich mal reingehen? Geh mal rein, komm, guck mal. Also, es ist hier das Jugendturnier. Gut, ja gut, dann zocken wir hier mit den Jugendspielern, ne? 5G. Wisst ihr was? Komm, wir probieren es einfach mal. Ich guck mal, wenn es langweilig ist, cutte ich es raus. Aber ansonsten starten wir mal unser erstes Game hier gegen Lecce im Jugendturnier. Moretti jetzt hier im 1 gegen 1 spielt den da gut auf Lund. Lund jetzt hier. Lund mit dem Schuss und dem Treffer. Sehr nice. Lund macht ihn rein. Auf jeden Fall hier das 1-0 für Bologna. Macht ihn hier auf jeden Fall rein. Sehen wir nochmal die Wiederholung. Zack und macht ihn rein. Ich denke mal, dass ich zukünftig euch das nicht zeigen werde. Ich denke, das ist nicht ganz so interessant. Ich selber werde es vielleicht dann hier und da mal zocken oder simulieren, aber gut. Jetzt fürs erste Mal ist es, denke ich, ganz cool. Jetzt hier der Schuss von Lecce und der direkte Konter. Der direkte Konter von Lecce. 1-1. Für einmal können wir uns das gerne angucken, Leute, aber dann wird das in Zukunft eher übersprungen. Wir wollen ja die richtige Karriere zocken, nicht hier in der Jugend. Stark von Lund. Hat ihn. Lund kann ihn da jetzt abgeben. Gibt den ab. Der muss rein. Der ist nicht drin. Den macht er nicht rein. Davis hält den. Oh, jetzt hier der hohe Ball. 20 Sekunden haben wir noch. Und Lecce jetzt aber hier mit dem Treffer. Lecce mit dem Treffer. Die drehen das Ding hier. 2-1 hier für Lecce. Ja, scheint so, als wenn wir hier leider nicht gewinnen werden. Lombardi mit dem Treffer. Ja, unser Keeper sieht da ganz schlecht aus. Abate hinten. Das war nicht gut gemacht von ihm. Und jetzt hier Perez. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt müssen wir irgendwie schnell klappen. Der Pass, der Pass, der Pass, der war gut. Perez, Perez, Perez auch wieder mit dem direkten Konter. Zweimal Konter beide Teams direkt. Okay. Jetzt haben wir noch 50 Sekunden gleich. Perez hier mit dem Treffer. Gibt es gleich einen Elfmeterschießen oder was? Oder einen Shooter oder irgendwie sowas? Mal gucken. 12. Lecce kommt nochmal. Beide spielen jetzt hier vielleicht ein bisschen All-In, ja? Perez kommt da nicht durch, nein. Perez hat den aber nochmal. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Perez nochmal mit dem Schuss abgewehrt. Okay, was gibt's jetzt? Verlängerung oder was? Okay, es gibt eine Verlängerung. Und jetzt hier Lund. Der hohe Ball, der ist gut. Der ist richtig gut. Perez. Perez, Perez mit dem Lupfer. Perez mit dem Lupfer. 8 Sekunden vor Ende. Macht er den rein und es ist hier ein Golden Goal. Das heißt, das war der entscheidende Treffer. Und er rennt sonst wohin. Wir gewinnen also hier unser erstes Minispielchen, okay, ganz witzig. Ja, ist ganz witzig, komm. Kann man machen. Lund des Spieler des Tages. Nächste Partie. Okay, geht's gleich weiter. Okay, gehen wir rein gegen Genoa. Oh, der hohe Ball. Landet am Ende bei uns. Lund. Jetzt haben wir hier Parra. Lund läuft da im Zentrum, den spielt er jetzt an. Macht er gut, Lund. Lund, na? Gib den nochmal rüber und da ist das 1-0 durch Perez. Perez macht ihn rein. 1-0 Bologna. Können wir ins Finale einziehen oder was? Ich muss sagen, der Modus ist ganz witzig. Es wäre cool, wenn man so über die Saison immer mal wieder so Jugendspiele hätte oder so ein Jugendturnier oder eine Liga oder ähnliches. Aber hey, ist ganz funny hier für den Anfang. Komm. Jetzt hier Genoa, die versuchen es nochmal. Genoa hier, last minute. Nochmal der Kopfball, Abate hält den und damit sind wir im Finale.
Wir haben Lecce rausgehauen und wir haben dazu noch Genoa rausgehauen. Also wir stehen jetzt im Finale, Leute. Sehr schön. Und gegen Juventus Turin. Okay. Gehen wir rein gegen Juve ins Jugendturnierfinale. Ballverlust. Schuster. Abate hält den. Das war die größte Chance in diesem Finale bisher. Stark, der Ball ist bei uns. Perez hier, der war schon im Halbfinale richtig gut. Perez könnte ihn da abgeben. Perez will ihn selber machen. Lund setzt nach und damit haben wir das 1-0 hier gegen Juve. Können wir das Jugendturnier gewinnen oder was? Zeigt hier die Bologna-Jugend, dass sie die Beste in Italien ist. Hier das 1-0 für den FC Bologna, für die Jugendmannschaft hier gegen Juventus Turin. Und vielleicht holen wir uns ja diesen kleinen Pokal hier in diesem Rush-Modus. 10 Sekunden haben wir noch. Gleich haben wir den Pokal hier gewonnen. Wenn Juve hier nicht irgendwie eine Lösung findet, die hauen den Ball weg. Oh, und jetzt haben sie aber nochmal eine Chance. Das ist nochmal eine Chance. Sie müssen jetzt aber abziehen. Und das Spiel ist rum. Der FC Bologna gewinnt hier den Rush-Pokal. Lund hier mit der Bestbewertung. Mal gucken, was das jetzt so bringt. Profi-Entwicklung. Okay. Ich glaube nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Okay, wir haben immerhin hier was hinbekommen. Gehen wir jetzt erstmal weiter. Tag 2, 2 ungelesene Nachrichten. Danke, Boss. Ich glaube, eine Live wird... okay. Gucken wir mal, ne? So, hi, Orsolini. Aufgaben. Wir haben eine Aufgabe. Okay, ne. Weiter geht's. Okay. Erhaltenes Angebot und neue E-Mail. Wir gehen erstmal rein hier. Ich wurde darüber informiert, dass der AC Florenz an Nicolo Tresoldi herangetreten ist. Hannover 6 hat ein Angebot von 3,3 Millionen erhalten. Okay. Also Tresoldi könnte dann von Hannover gekauft werden. Genoa will Corazzalei per Kaufoption. Wir gehen mal rein in die Verhandlungen. Laie ohne Kaufoption. Ein Jahr, ja, würde ich akzeptieren. Wir versuchen mal, dass sie mehr zahlen. Man hat doch oben gar keine Leiste mehr, ne? Wie bereit sie sind. 50-50, dann machen wir das so, komm. Corazza wechselt dann eventuell Richtung Genoa. Gucken wir mal, wir gehen noch mal ein bisschen weiter, gucken, ob wir neue Angebote kriegen. Ein Angebot für Urbanski. Haben wir ihn auf der Liste? Nein, auf der Liste haben wir jetzt nur... Warte mal, auf der Liste haben wir... Auf der Transfer haben wir echt nur die beiden. Okay, krass. Corazza und Pietje nur. Auf der Leihliste. Urbanski ist da eigentlich nicht drauf. Wir können ja mal gucken, was hier für ihn möglich wäre. Ist halt, ich bin jetzt mal gespannt, ob sie bei Weiterverkaufsklausel direkt immer absagen, weil das war beim alten FIFA-Teil so. Ich würde nämlich mit einer Weiterverkaufsklausel gehen lassen. Okay, scheinen sie immer noch direkt abzublocken, was ein bisschen schade ist, wenn dem so ist. Aber gut, wir gehen mal weiter auf unsere Wunschliste, denn hier gibt es auch den einen oder anderen interessanten. Und zwar Skriniar habe ich nur aus einem Grund auf der Liste, weil er bei PSG komplett außen vor ist. Der ist da halt wirklich... komplett außen vor, hat kaum eine Chance, sag ich mal, sich richtig durchzusetzen, kommt nicht in seine alte Topform. Und ihn würde ich nur per Laie holen, wenn es geht. Und der Verein hat keinerlei Interesse. Dementsprechend wird Skriniar wieder weggehauen von der Liste, weil kaufen machen wir dann nicht. Was auch noch ganz interessant, wir haben auf jeden Fall ein paar Leute hier, Tresoldi. Der hat ja jetzt ein Angebot auch von Florenz liegen. Voilà. Nee, so. Wir gehen mal rein. Ich bin mal gespannt, was sie so haben wollen würden für ihn. Weil ich habe ja Verhandlungen auf streng. Und mal gucken, wie streng es dann wirklich ist. Ich gehe mal mit 3,3 Millionen rein. Nur eine kleine Weiterverkaufsklausel. Wollt ihr mehr nicht? Ich bleibe einfach mal hartnäckig aus Prinzip. Weil ich will testen, wie streng sind sie denn dort. Bleib weiterhin hartnäckig. Also es geht. War jetzt nicht so schwer. Hat ein sehr gutes Sprinttempo. Ist natürlich ein sehr, sehr zukunftsträchtiger Transfer. Das wäre eher jemand, den man nochmal direkt leiht. Das war jetzt auch mehr zum Testen.
Wir lassen es erstmal so laufen. Wir haben ein Angebot für Pity erhalten. Die wollen eine Laie mit Kaufoption. Cincinnati. Ja, gehen wir mal rein. Können wir gerne machen, von mir aus. Ein Jahr ist auch okay für mich. Beim Gehalt solltet ihr dann ein bisschen mehr übernehmen. Kommt schon, wenn ihr schon mit Kaufoption wollt, ein bisschen mehr müsst ihr übernehmen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel er wert ist. Er spielt aber bei uns eh keine Rolle. Ich sage jetzt mal 1,7. Okay, wollen sie nicht. Ist denen zu teuer. Wie gut ist denn der? Also wie viel ist der aktuell wert? Wie kann man da jetzt so rüberspringen? Hä? Ach so, springt man hier jetzt rüber. Okay. Ja, aber ich muss erstmal klarkommen mit dem Dings. Pietje wäre wie viel wert gewesen? So. Digga, da muss man echt erstmal wieder klarkommen. Ist egal, komm. Ich muss, wie gesagt, erstmal hier mit dem ganzen neuen Menü klarkommen. Ah, wir haben auch hier, ne, guck mal. Fabrizio Romano. FC Porto besteht, dass sich Galeno für Bergamo interessiert. Noch liegt kein Angebot auf dem Tisch. Oh, da will ich mal reingehen. Oder geht das nur so? Durch Feed scrollen, okay. Pietje könnte den Club verlassen. Okay, interessant. Ist aber ein bisschen interessanter gemacht. Neue Mail von Nicolo Tresoldi. Er freut sich auf die Vertragsverhandlungen, aber wir werden da nicht mit ihm verhandeln. Wir haben nochmal zwei Angebote. Gehen wir zur Transferzentrale. Abischer. Wollen sie haben. Und Middlesbrough will Pietje haben. Würde ich jetzt mal versuchen, erstmal ohne Kaufoption sonst auch abzugeben. Ein Jahresleih können wir akzeptieren. Sie wollen nur 40% übernehmen. Wir versuchen mal, dass wir nur 40% übernehmen. Akzeptieren sie, sehr schön. Dann würden wir ihn auch ein Jahr ausleihen. So, Abischer. Kann ich jetzt kurz gucken, wie viel ist denn der aktuell wert? Nein. Ich sehe seinen Marktwert gar nicht. Ne? Das finde ich ein bisschen doof, dass man seinen aktuellen Marktwert nicht sieht. Aber gut, gehen wir in die Verhandlungen. 8,5 ist er wert, okay. Ja gut, auf 20 gehen wir jetzt nicht hoch. Ich glaube, bei 14 würde ich es voll okay finden. Okay, sie bieten eine Weiterverkaufsklausel. Machen wir 15%. Dann ist das schon sehr attraktiv für Abischer. Boah, sie gehen fast mit ein. Ja. Prozent Weiterverkaufsklausel, 11,4 Millionen nochmal. Das ist nicht schlecht. Das kann man durchaus machen. Ja, komm, machen wir. Akzeptieren wir. Dann gehen wir aber auch gleich nochmal gleich rein dort. In die Wunschliste. Wir haben da nämlich auch den einen im zentralen Mittelfeld. Sein direkter Ersatz wäre natürlich richtig gut, wenn man dann gleich Samuel Eriki holen könnte. Der ist aber sehr teuer, leider. Eine Laie wird hier wahrscheinlich auch nicht möglich sein, nein. Eriki mit 22 Millionen ist schon nicht so günstig. Maggiore wird es noch geben. Kjærgaard wäre natürlich sonst ein interessanter Mann. Kjærgaard wäre ein sehr, sehr interessanter Mann. Kann Halbflüge spielen, absolut ein tiefstehender Motor. Hat da einige erweiterte Rollen. Stärke ist bei ihm ganz gut. Haben auch hier einen ordentlichen Weitschuss, kurzer Pass, das grundsolide, 1,92 großes, sehr interessantes Profil. Wir gehen da mal rein und schauen mal. Wir bieten erstmal marktwertgerechte 7 Millionen. Oh, akzeptieren sie direkt haben sie es akzeptiert, okay. Das war jetzt aber nicht so schwer. Interessant. Ich habe schon auf streng gestellt, die Verhandlungen. Da würde ich mir schon wünschen, dass sie gerade für solche Talente, ich sag mal, mindestens nochmal 50% des Marktwerts fordern. Weil gerade diese Talente müssten nochmal einen höheren Wert haben. Wir gucken mal. 5-Jahres-Vertrag, sehr schön. Wir gucken mal, was für eine Ausstiegsklausel kann ich ihnen geben. Geht 40 Mio zum Beispiel?
Ne, 17 nur. Also ist immer noch sehr niedrig, leider. Ich hätte gehofft, dass sich das ändert. Machen wir 21 Mio. Geht das? 17 ist mir zu niedrig. Auch wenn wir ihm 4-7 holen, aber das ist mir zu niedrig. 19,5, dann ist es okay. Da machen wir ohne Ausstiegsklausel. Gut, dann müssen wir die ablehnen, dann gibt's sie halt nicht. Beim Gehalt bieten wir dir natürlich eine kleine Erhöhung, wenn du schon zu uns wechselst. Machen wir mal 17.000. Indiskutabel. Okay. Okay. Klare Absage. Ganz klare Absage. Na gut, dann suchen wir uns eine Alternative. Es würde noch Sörensen geben. Wenn wir hier jetzt mal auf Transfer gehen, der Verkaufspreis liegt bei 9 Millionen, aber vielleicht hast du eine Chance von ca. 7,2. Wie gesagt, bei Talenten müssten sie einfach mehr fordern, die abgebenden Vereine. Das würde ich noch strenger gerne einstellen. Hat extrem hohe Ausdauer von einer 91, sehr stark auch mit einer 81. Wie sieht sein Passspiel auf? 73, 70, ja. Ansonsten wäre natürlich mal Jory hier noch. Ja, Ricky wäre natürlich schon geil. Aber Ricky ist wiederum sehr teuer dann. 22,5 Millionen. Aber der wäre natürlich was, das muss man schon sagen. Das wäre natürlich jemand, der hätte die Qualität. Eine Laie ist natürlich nicht möglich. Ja, wir gucken erstmal, ob Abischer uns verlässt. Gehen wir da erstmal weiter. Trisoldi hole ich mir jetzt erstmal nicht. Und Abischer verlässt uns erstmal nicht, aber das ist ja eben Kurazza, der jetzt erstmal hier zu Janeway leihweise abwandert. Nochmal eine Mail hier. Kurazza ausgeliehen. Ja, tut mir leid, Trisoldi, aber mit dir werden wir nicht verhandeln. Du warst nur zum Tester. Und Abischer geht jetzt. Okay, wir haben unseren zweiten Abgang hier. Zwei Abgänge haben wir dementsprechend. Ah, das ist Pichi, okay. Wieder nicht Abischer. Ganz ehrlich, sage ich, der haut ab und dann bleibt er die ganze Zeit. Aber er ist auch gegangen. 11,4 Millionen. Das ist schon gut Geld. Damit haben wir auf jeden Fall ein bisschen Budget. Also Ricky wäre durchaus finanzierbar, das muss man sagen. Wir haben nochmal drei Mails. Pichi ausgeliehen, Abischer verkauft. Ja, Dings ist enttäuscht. Tut mir leid, Trisoldi. El Azuzi. Sie wollen ihn leihen mit Kaufoption. Ich müsste nur mal kurz gucken, wie viel ist denn der wert, wenn wir da jetzt mal kurz in unsere Mannschaft gehen. Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass man nicht direkt sieht, wie viel er wert ist. Das finde ich ein bisschen... Nein, nicht Teammanagement. Ich muss echt noch klarkommen hier mit dem neuen System. Da haben wir ihn gleich, oder? Ne, wo ist denn der? Hier, ZDM. Die Frage ist, was bist du wert? 2,2 Millionen. Ja, ihn ausleihen kann man zwar machen, aber ob man ihn dann wirklich verkaufen will, also abgeben will mit einer Leihliste, I don't know. Ja, mit einer Leihliste, was labere ich da? Per Leihe mit Kaufoption, das meine ich, sorry. Wir akzeptieren es erstmal, die Kaufoption muss halt entsprechend höher sein. Können wir halt nicht 2, irgendwas nur geben, das ist halt zu wenig. 50, 50 ist okay. 2,3, nein, das ist zu wenig. 3 müssen drin sein. Okay, eine Weiterverkaufsklausel ist sonst auch okay, wenn die aber ein bisschen höher ausfällt. Dann sage ich, es okay für mich. Wollen sie nicht? Okay, dann nicht. Dann halt nicht. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall Abischer schon mal verloren. Wenn wir auch noch mal kurz ins Team gucken. Wenn wir da jetzt nämlich einmal reingehen ins Teammanagement. Wir haben natürlich immer noch ein super geiles Mittelfeld hier, ne? Fabian ist ja selber auch noch ein bisschen jung. Oben rechts steht, sie hat es eben ja auch gesagt. Ist gerade mal 21, Freuler 32, Ferguson 24. Das ist eine gute Mischung aus jung und alt. Trotz allem müssen wir auf jeden Fall bei der Länge der Saison und bei den ganzen Spielen, die wir haben, auf jeden Fall noch einen Mann fürs Mittelfeld holen. Das wäre auf jeden Fall nochmal gut, wenn man da nochmal jemanden holen würde. Speichern wir erstmal. Ich will eh mal kurz auf den Kalender gucken. Was ist denn so
unser erstes Spiel. Also. Okay, erstes Spiel gegen Udine. Danach haben wir Napoli, danach haben wir Empoli. Und die Champions League-Gruppen sind bestimmt auch gleich, oder? Jetzt mal hier kurz in die Tabelle gehen. Ist das hier auch noch immer gleich? Okay, jetzt haben sie die Spiele links hingepackt. Finde ich ein bisschen störend, um ehrlich zu sein. Ich fand die rechts irgendwie cooler. I don't know. UEFA Champions League. Ja, hier haben wir Spiele gegen... Ja gut, es gibt ja keine Gruppen mehr. Hier ist auch dieses neue System, also ich find's geil. Ich find's richtig geil. Achso, so kann man da jetzt rüberspringen. Okay, das ist ein bisschen intuitiver. Im Pokal spielen wir gegen Udine in der ersten Runde. Und in der Champions League können wir kurz mal gucken. Gucken wir lieber hier über den Kalender, das geht glaube ich schneller. Da spielen wir gegen Schachtar Donetsk, gegen Liverpool, Aston Villa, Monaco, Lille und Benfica. Plus Dortmund und Sporting. Okay, interessante Duelle. Gehen wir noch ein bisschen vor. Gehen wir noch ein bisschen vor hier. Wir haben wieder ein Angebot für El Azouzi. Wieder eine Laie. Al-Hilal will ihn haben, okay. Interessant. Al-Hilal will ihn holen. 2-Jahres-Laie. Ja, okay, akzeptieren wir von mir aus. Dann müsst ihr aber ein bisschen mehr auf jeden Fall nehmen, komm. Wenn ihr ihn 2 Jahre leiht. Nee, wenn ihr ihn 2 Jahre leiht, dann müsst ihr ein bisschen mehr Gehalt zahlen. 60 ist okay, komm. 2,4 wollen sie. Wir versuchen mal auf die 3 zu kommen. Was sie dazu sagen. Akzeptieren sie, okay. Sie leihen sich dann El Azouzi vielleicht für 2 Jahre. Und können dann entscheiden, ob sie ihn verpflichten wollen oder nicht. So, wir gehen nochmal ein bisschen vor. Ist El Azouzi weg? Er ist auf jeden Fall jetzt auch erstmal weg. Und dann würde ich gleich nochmal gucken. Wir haben ja genug Budget. Vielleicht versuche ich es nochmal bei Ricky gleich. Da könnten wir es ja eigentlich durchaus probieren. Komm, wir gehen da. Wir versuchen es mal bei Ricky, weil das wäre schon jemand auch für die Champions League und Co. Das wäre nicht so übel. Auch wenn das kein günstiger Transfer ist. Das ist halt jemand, der kann im ZDM spielen. Junger Italiener. Wir gucken mal, was möglich ist. Vielleicht kann man die Summe ja auch nochmal drücken mit einer Weiterverkaufsklausel, mit einer hohen. Wir gucken mal, was hier möglich ist. Wir steigen niedrig ein. 16 Millionen, dafür eine hohe Weiterverkaufsklausel. Okay, 22 plus Klausel. Komm, wir bleiben bei 25. Ich versuche, die Summe niedrig zu halten. Die Grundablöse. Wir sagen mal 17,8. Also wir gehen den schon entgegen. Aber wir versuchen, die Summe nach wie vor zu drücken. Sie sagen immer noch 22. Sie wollen halt schon eine höhere Grundablöse. Da machen wir statt 25% 20%. Und gehen hoch auf 19 Millionen. Das ist schon nicht wenig. Nee. Ich bleib jetzt bei 19. Bleib jetzt bei 19 und den angebotenen 20%. Das ist mein Angebot. Dann machen wir die Weiterverkaufsklausel weg, dann kriegt ihr 22 Millionen. Clean. Dann wollen sie schon wieder mehr Cash haben. Nein, 28 Millionen Deal ist für Bologna zu hoch. Das können wir nicht machen. Dann machen wir 10% und 20,5, komm. Das ist doch ein Deal. Machen wir 10%. Das Maximum, was ich zahlen will, ist dann sein Marktwert plus 10% Weiterverkauf. Mehr geht nicht. Ah, sie triggern schon hier, ne? Mit ihren 13%. 22 und 10. Ich bleib jetzt hartnäckig. Das, mehr geht nicht. Die wollen 13%. Ihr kriegt 13%. Komm, ihr kriegt eure 13%. Von mir aus. Ihr kriegt 13%. Dafür kriegen wir hier vielleicht ein Riesentalent. Ja, ist schon ein Brocken, was wir dann zahlen. Für Ricky. Wir machen mal wichtig. 5 Jahre auf jeden Fall. Weiterverkaufsklausel. Machen wir mal 75 Millionen. Geht das?
54. Machen wir glatte 60, komm. Ich würde gerne immer auch gerne Ausstiegsklauseln einbauen, weil wir auch einfach so ein Verein sind, der so als Sprungbett dient. 58,5 ist, denke ich, ganz okay. Beim Gehalt macht es keinen Sinn, dass er weniger verdient als aktuell. Er kriegt einen kleinen Unterzeichnungsbonus. Und beim Gehalt steigst du natürlich auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wer bei uns Topverdiener ist. Aber natürlich muss er mehr Geld verdienen jetzt als vorher. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Und damit können wir hier am Ende dieser zweiten Folge doch nochmal einen dicken Deal eintüten, Leute. Abisha ging und wir holen uns dafür Samuel Eriki. Das ist nochmal ein dicker Deal hier. Der erste ist gleich ein Big Deal. Das ist nicht so wenig Geld, was wir hier investieren, die 22,5 Millionen. 13% Weiterverkaufsklausel. Hat eine Ausstiegsklausel bekommen von uns. 58,5 Millionen für Samuel Eriki hier. Aber das ist der richtige Mann, um Abisha im Mittelfeld hier zu ersetzen. Definitiv. Der richtige Mann hier. Deal ist sogenannt A. Sehr schön. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass man die Verhandlungen noch härter gestalten kann, dass sie wirklich für solche Spieler, ich sag mal, instant immer 50% circa des, mehr des Marktwerts wollen. So circa zumindest. Gerade bei jungen Spielern. Weil je älter sie werden, desto weniger, ne? Aber bei jemand, der 22 Jahre alt ist, ich würde denen niemals viel das Geld abgeben. Aber gut, ey, komm, immerhin. Immerhin haben wir jetzt hier einen richtig schönen Spieler bekommen. Gut, wo er dann wie spielt, das mache ich dann gleich erstmal. Ich will die Folge jetzt noch nicht unnötig lang halten. Was sagt ihr zur Verpflichtung von Samuel Eriki? Gerne weitere Transfervorschläge in die Kommentare, Leute. Euer Veloz meldet sich ab und bye bye.